Da sind wir wieder. Ich habe gerade zwei T-4385 gebaut. Meine Typen hier vorne frieren sich schon in den Arsch ab. Hier sieht man jetzt dieses Thermometer. Das heißt, ich muss zurück. Wenn ich will, dass die da frieren. Geht doch dahinter. Zurück, 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 zurück. Ich baue jetzt hier einfach meine Stellung auf. Ah, die haben meine Field Gun schon entmannt. Das ist schön. Ich versuche mal hier zu erobern. Schon, ob es was wird. Der Trupp ist mir relativ egal. Die beiden sind hier nämlich deutlich besser. Wenn ich in der Basis wäre, kann ich hier drauf drücken und das quasi dann reinforcen. Ah, okay. Ja, ich halte jetzt hier einfach am Feuer aus. Das ist auch während eines Blizzards ist auch der Gegner ohne Infanterie unterwegs. Also die kommt dann einfach nicht. Das heißt, man kann da während eines Blizzards rein theoretisch, wenn man gut über Lagerfeuer verteilt, richtig guten Durchmarsch machen, weil man schon sieht, er kommt hier. Hier kommt einfach nichts. Und dafür kommt er aber nach dem Blizzard, kann ich jetzt schon mal euch verraten. Teilweise umso stärker. Also nicht immer. Manchmal verläuft das sich auch einfach so. Aber es ist sehr oft so, dass er dann mit brachialer Gewalt dann hier mit Massen angetanzt kommt. Und das ist schon ein bisschen nervig. So, wir bauen uns mal noch ein T-3485. Need something demolished. 90 brauche ich. Perfekt, kann ich gleich haben. Wir kriegen richtig fett Treibstoff, das ist bei den Russen auch relativ wichtig. Damit kann ich hier wunderbar mit meinem T-3485 spammen. So, und damit werde ich jetzt hier gleich, wenn der Gegner dann gleich wieder kommt, Gegenangriff quasi abwehren. Hinten kommt eine Pack reingerauscht. Man sieht schon, vorne waren hier Löcher drin und jetzt gerade kam ja ein Sandsturm und dadurch ist hier alles wieder zurück. Also ist hier wieder die Eisdecke geschlossen. So. Moving out. T-34, ready for action. So, Blizzard ist wieder weg und haben schon wieder ein bisschen. Und ich habe gleich mal Motorschaden. Das ist schön. Das ist wirklich schön. So wie ich ein T-4385 habe. Mit Motorschaden. So, wo ist meine Infanterie? Ach, da hinten. Okay, den sein Motor ist im Eimer, oder? Ja, er ist beschädigt. Oh, wer bombt denn hier die ganze Zeit mit seinen hässlichen Mörser? Schön wieder Clipping-Fehler, Fahrzeuge fahren ineinander. Der neue T-34-8585, Doppeltank. Halt. So, wo sind meine Engineers? Die brauche ich hier vorne. T-34. Ich finde einfach diesen russischen Akzent zu geil. So, also hier habe ich jetzt das letzte Gebäude gebaut, da kann man Kashushka Stalinorgel bauen. Die Usu 76 Assault Gun und einen Su 85 Tank Destroyer. Ich hole mir natürlich einen Kashushka. So, ich muss es hier auf meinen Engineers warten. Oder ich scheiß drauf und rück weiter vorne. Ich glaube, letzteres ist
kamikaze-mäßiger und blöder und deswegen mach ich's. Die Tat vor. So, Infanterie natürlich immer hinterher. Und wenn hier immer am Fahrzeug so XP hochgehen, das heißt, dass er einen Kill gemacht hat. Ist auch eine Ungewöhnungssache, denn normalerweise ist man ja gewöhnt, in CH1 war es ja so, dass hier gerade Fat Arty runterkam, oder wie? War es ja so, dass wenn an der eigenen Truppe XP hochgestiegen sind, heißt das, dass da irgendein Typ draufgegangen ist. Das ist natürlich nicht gut, hier ist das was Gutes, wenn da wenn der Zahn hoch aufsteigen. So, Katushka. Die Stalin-Orgel bitte an die Front. Er ist schon... Jetzt kommt es ein, was kann ich hier noch... Flammenwerfer! Ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn sie jetzt so an der Front kämpfen, sollte das durchaus dabei sein. Blizzard is approaching. Ja, geile Sache. Das heißt, ich muss mir diese Position sichern. Dann habe ich irgendwas gegen mich oder nicht? Ich sag Panzer. So, und jetzt hier, das meine ich, können wir haben ja das Geld, hier Lagerfeuer aufstellen. Ich weiß, dass der gleich... Oh, nee. Die will ich nicht, dass die überrannt werden. Wenn ich weiß, dass der gleich ein Blizzard kommt, stelle ich da schnell ein Lagerfeuer auf. Und dadurch werden hier gleich meine Truppen geheilt. So. Katushka, Stalinorgeln, asoziales Teil. Hier hinten sehe ich nicht, hier wird was stehen. Schießt 4x4 Raketen ab. Also hier 4. Dann nochmal 4. Dann nochmal 4 und nochmal 4, genau. 4x4, das heißt 16 Raketen, die hier Party machen. Und soweit ich es bisher mitgekriegt habe, kann man von denen unbegrenzt bauen. Bin mir nicht sicher. Ich habe gesagt, in meinen 3 Gefechten habe ich bisher noch gar keine Begrenzung irgendwie erlebt. So. Ich rück jetzt hier mal vor mit meinen Panzern. Ja, wenn das wieder unten ist, dann kann ich in 7 Sekunden, also man kann mit dem Ding auch relativ oft schießen. Was ein weiterer Asozialfaktor ist. Dann macht das Ding nochmal asozialer. Hier, der Typ hat gerade höchsten Veteranenrang erreicht, das heißt 3 Sterne. Also, die leveln sich natürlich auch. 3 Sterne sieht man hier, der hat jetzt 0 von 3. Dann, wenn das hier voll ist, dann hat er halt einen. Wo ist mein Lagerfeuer? Meine Pius brauche ich uns jetzt nämlich. Wer hat mein scheiß Lagerfeuer ausgemacht? Oh, während Blizzard kann man kein Lagerfeuer bauen. Das ist doch schön. Das heißt, ich verliere hier gleich einen Pyotrop. Ja, also das zeigt jetzt hier, die Gesundheit wird immer weniger und mit der Zeit wird dann einer sterben. Das sind natürlich nicht das Feuer. Oh, zum Glück, ey, sonst wären mir meine ganzen Infanteristen reihenweise abgewischt. Zurück, reparieren. So, die Katschuschka werden natürlich, umso mehr es sind, desto asozialer werden sie. Okay, Blizzard ist weg, zum Glück.
So, der hat jetzt erst einen Veteranenrang erreicht. Zumindest schon. Fängt er von vorne an. Der hat auch gleich den ersten. Der hat schon den ersten. Relativ lang sogar schon. Repariert ihr den? Double time. Der ist schon hier beim Vorfahren. Don't let them see us. Enemy have taken what we have support. Was wir eingenommen haben, das ist nicht nett. So, mit jeder Salbe wird's einmal. Rennt doch da nicht rein. Ja. Egal, so jetzt kommen jetzt hier schon 12 Raketen mit einer Salve. Am meisten habe ich meinen eigenen Typen getroffen, also das bringt viel. Die gehen alle leider viel zu weit. Ah, hinten kommt jetzt Ostwind und sowas. Sollen sie halt mal gegen meine 3T-34 ankommen. So, wenn jetzt die Scheiße hier oben endlich mal weg wäre. Man sieht schon, das längste ist immer noch diese ganzen hässlichen Häuser wegkommen. So, ich rück mal hier einfach weiter vor. Und ich denke, 4 Katschuschka reichen erstmal. Auf Kosten eines T-34-85 hole ich mir nicht mehr. Obwohl, kann ich noch eine Katschuschka? Nein. Was kosten die denn? Zack. Vergesst, was ich gesagt habe. Kann's mir leisten. Moving out. Out. Man sieht schon mit dem... da kriegt verbrannte Erde eine ganz neue Bedeutung. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, weil ich plane ja hier schon wieder meinen nächsten Katschuschka-Angriff. Warte jetzt noch auf den vierten da hinten. Da. Kann ich shoppen gehen? Reparieren bitte. Nein, nicht reinfahren. Es ist nicht ganz so schlau, da jetzt reinzufahren. Das könnte ein bisschen. Und jetzt gewonnen. Tovarisch, wir haben gewonnen. So, zack. Und da gehen die Level hoch. Jetzt bin ich schon Level 6. Mit 3 Gefechten. Das geht am Anfang recht schnell. Ja. Hier sieht man auch Match and XP Rewards, West Front Winter Cobblestone Skin, yay. Ich bin jetzt Corporal. Corporal. Sieht man auch, wenn ich hier oben drauf gehe, Q and Rank Corporal. Und dann so ein paar Medaillen hier. Next XP Unlocks ist Junior Sergeant. Wenn er nichts rannt, dann Direct Indirect Fire bei Mercer. Und a 3 Color Disruptive Pattern Skin. Okay, kann ich hier auch mal für Battlefield? Ja, die macht der Stalin-Orgel, würde ich sagen. Meine 3T-435 also, die gehen schon gut ab. Leicht asozial natürlich, genauso wie 4 Katschuschka. Und ich kann noch eine 5. bauen und ich denke, ich könnte auch noch eine 6. bauen. Hier ist jetzt eben nur nicht genug Geld. So, gehe ich mal zurück. Also, wenn die das so lassen, dass es unbegrenzt bleibt, dann ist es richtig asozial. So. Die Einheit. Most valuable unit. T-435. Damage dealt 5275. Number of kills 80. Und keinen einzigen Tod. Das ist geil. Oh ja. Das geht doch gut. Hier kann ich jetzt auch Replay anschauen und sowas, aber...
Wer will das schon sehen? Overview. Ich war der Beste, obwohl ich es euch zeigen musste. Ja, wo ich es eigentlich zeigen wollte, nur bei Captured habe ich wenig. Sehr wenig. Ja. Kann ich ja mal hier. Ja. also alle waren hier gut und die Gegner sind dann abgestürzt und andere sind dann hoch. Also ich hatte immer am wenigsten Einheiten. Ressourcen hatte ich aber trotzdem am meisten. Das ist bitter. Und Points, ja, okay. Da schauen wir mal nicht so drauf. Da bin ich ein bisschen unten. Okay. Infantry Stats, ja, hier die ganzen Statistiken noch. Constructions, ja. Das habe ich alles hier. Kann ich nochmal schauen, weil ich mir alles... Hier habe ich dann 24 Minuten habe ich einen Punkt erobert und dann später. Und das alles kann man hier sich genau anschauen, was auch immer. Für die, die das ganz genau sehen wollen. So, gehe ich mal zurück zur Lobby. Und wie gesagt, mit einem Gefecht jetzt hier zwei Dinger. Also, das war mein erstes Let's Show. Allerdings nicht mein letztes. Das verspreche ich euch. Also ich werde von Company of Heroes 2 von einem Stress-Beta-Testen auf jeden Fall viel, viel mehr machen. Da dürft ihr euch noch auf einiges freuen. Ich muss auf jeden Fall noch mal die... guck mal, ich kann man hier auch Russen gegen Russen spielen. Das macht keinen Sinn, aber es geht. Ich muss ja eigentlich hier noch mal die Deutschen irgendwann zeigen und alles. Muss ich mich erstmal selbst mit aussehen. Aber... ich habe eine Taktik, und zwar werde ich alle, also ich habe jetzt ja hier Ding gezeigt, ich werde alle drei Commander bei den Russen zeigen auf verschiedenen Maps. Es geht perfekt aus, also jetzt habe ich die Map. Die ersten drei Maps werde ich mit Russen alle drei Commander durchspielen, danach werde ich die Deutschen spielen, die restlichen drei Maps und alle drei Commander und danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, das war's fürs Erste. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich hoffe mal, oder ich vermute mal, dass ihr Spaß hattet. Wenn es genug Anklang findet, dann werde ich da auch deutlich öfter, also richtig fett viel Company of Heroes 2 hochladen. Es macht mir auch selber richtig viel Spaß. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis denn, haut rein, euer Ben2750.